Die Geschichte des Kraftwerks Perneck geht zurück in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Von 1925 bis 1927 erbaut, war es zur damaligen Zeit das größte Flusskraftwerk Österreichs. Während der Bauzeit waren bis zu 1000 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Die gebaute Wehranlage bei Zlatten ist seither ein markantes Wahrzeichen im mittleren Murtal. Am 7. Dezember 1927, nach der Inbetriebnahme des ersten Maschinensatzes, wurde das Kraftwerk schließlich in die 110 kV-Leitung Graz-Bruck eingebunden. Von da an ist das Kraftwerk Perneck ein wesentliches Standbein für die steirische Stromversorgung. Bis heute. Vor der Realisierung des Umbaus leistete das Kraftwerk Perneck über 80 Jahre hindurch jährlich rund 110.000 Megawattstunden Strom. Als eines von 6 Wasserkraftwerken entlang der Mur zwischen Graz und Bruck ist es ein zuverlässiger Energielieferant und ein wesentlicher Faktor für die Versorgungssicherheit. Ab dem Jahr 2004 hat ein Projektteam des Kraftwerksbetreibers Verbund die umfassende Revitalisierung des Kraftwerks Perneck mittels Variantenstudien in Angriff genommen. Das daraus resultierende Projekt mit seiner anschließenden Umsetzung war auch die Grundlage für die Wiederverleihung des Wasserrechts im Jahr 2008 auf weitere 90 Jahre. Die im Sommer 2010 begonnene Revitalisierung umfasste sämtliche Teilbereiche der Anlage und ist vom Umfang her mit einem Neubau gleichzusetzen. Komplett erneuert wurde auch das Herz der Anlage. Die 3 alten Turbinen wurden durch neue ersetzt. Anstelle der alten Francis-Turbinen wurden wirkungsgradoptimierte Kaplan-Turbinen installiert. Schon der Abbau und Abtransport der Maschinen war eine logistische Meisterleistung, die von den Fachleuten vollbracht wurde. Ein vollwertiger alter Maschinensatz blieb jedoch erhalten und wurde zugänglich gemacht.
Besonders aufwendig stellte sich der Umbau des Einlaufbereiches dar. Und da war es die Demontage des alten Rechens und der Senkschütze, die ob ihrer Dimension die Baumannschaft vor große Herausforderungen stellte. In diesem Abschnitt wurde nicht nur eine neue vollautomatische Rechenreinigungsmaschine installiert und ein neuer Einlaufrechen eingebaut, sondern auch neue Einlaufverschlüsse angebracht und der komplette Stahlwasserbau erneuert. Die Kraftwerksanlage verfügt über 3 Turbinen, die jeweils einen Generator antreiben, der den Strom erzeugt. Die neuen Turbinen wiederum erforderten aufgrund ihrer Bauweise auch einen Umbau der Saugrohre, der Stützschaufeln sowie der Leitschaufeln und des Laufrades, um auch künftig einen optimalen Turbinenwirkungsgrad zu erzielen. Im Wehrbereich nutzte man den Stillstand für die Erneuerung des Sandspülschutzes samt Antrieb und des Notverschlusses. Die restlichen Stahlbauteile wurden indessen einer Generalrevision unterzogen. Die ursprünglich schmale Tauchbalkenbrücke beim Einlauf zum Oberwasserkanal wurde zu einer LKW-befahrbaren Brücke umgebaut. Bergungsarbeiten von verkeilendem Treibgut sind dadurch ohne Sicherheitsrisiko möglich. Zur ökologischen Strukturverbesserung wurden im Bereich des Stauraumes 7 Inseln, gegliedert in 2 Inselgruppen, mit einer Gesamtfläche von 2500 Quadratmeter errichtet. Bei der Errichtung der Inseln wurden die begrenzenden Wände vertikal ausgeführt, um eine Feinsedimentablagerung zu unterbinden. Der Aufbau selbst erfolgte mit sehr grob gelagerten Wasserbausteinen, die ein umfangreiches Hohlraumsystem ermöglichen und so der Fauna Platz bieten. Die Wände wurden so durchlässig ausgeführt, dass einerseits eine gute Durchströmung und andererseits ein leichtes Eindringen der Fische in den Innenraum ermöglicht wird. Im Bereich der Wasserlinie wurde ein Vlies eingebaut und darauf eine 50 cm starke Schicht aus sandig-kiesigem Substrat aufgebracht. Dadurch sollte sich auch ein entsprechender natürlicher Bewuchs einstellen. Der 2,3 Kilometer lange Oberwasserkanal wurde zwar 1961 und 89 teilsaniert, einzelne Abschnitte hatten jedoch noch den ursprünglichen Charakter von 1927. Dementsprechend unterschiedlich stellte sich auch der Zustand der Kanalschale dar.
Begonnen wurde der Umbau mit dem Abtragen der oberen Humusschicht und der Vorbereitung für die Verlegung der Steine. Die größten Schadstellen der alten Betonschale wurden entweder mit Beton ausgefüllt oder mit Vlies bzw. Geogitter abgedeckt. Auf die bestehende Betonsohle wurde eine 6 cm starke Dichtasphaltschicht aufgebracht. Böschungen wurden vollkommen mit einer PVC-Geomembran abgedichtet und mittels Klemmleisten aus Edelstahl und Erdankern befestigt. Im oberen Böschungsbereich wurden Steine verlegt. Neben der ökologisch und landschaftlich ansprechenden Gestaltung ist es leichter für Mensch und Tier, das Ufer zu erreichen. Sämtliche elektrotechnischen und leittechnischen Einrichtungen wie Maschinentransformatoren, Eigenbedarftransformatoren, Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen samt Verkabelung wurden erneuert. Ebenso neu installiert wurden der Maschinen- und Trafoschutz sowie das Notstromaggregat inklusive der Gebäudeinstallation und der Verteilanlagen. Nach einem 5-monatigen völligen Stillstand der gesamten Anlage wurden die alten Maschinen 2 und 3 wieder in Betrieb genommen und die Arbeiten für die Erneuerung des Maschinensatzes 1 fortgesetzt. Als erstes wurden der Leitapparat und die neue Kaplan-Turbine eingesetzt. Präzision und Geschick erforderte der Einbau der Hauptwelle, die die Verbindung zwischen Turbine und Generator darstellt. Die Turbine wird nun durch das Anbringen des Turbinengehäuses abgeschlossen. Wie sämtliche Arbeiten in diesem Bereich war auch die Anlieferung des Stators Millimeterarbeit. Schließlich wird der Stator auf das Gehäuse aufgesetzt.
Ganz zum Schluss wird geheiratet. In der E-Wirtschaft wird das Verbinden des Rotors mit der Turbinenwelle Hochzeit genannt. Dieser Vorgang wiederholte sich in den beiden folgenden Jahren für die Maschinen 2 und 3. Mit der Fassadenrenovierung des Kraftwerkshauses und der Dacherneuerung wurde das Projekt im Herbst 2013 abgeschlossen. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, wurde großes Augenmerk auf den Erhalt des äußeren Erscheinungsbildes gelegt und ein kompletter alter Maschinensatz im Rahmen einer Schauturbine in einem eigens dafür errichteten Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute liefert das revitalisierte Kraftwerk Perneck bei einer auf 20,7 Megawatt gesteigerten Leistung Strom für rund 35.000 steirische Haushalte. Als modernes Kraftwerk präsentiert sich die Anlage als perfekte Symbiose zwischen Ökonomie und Ökologie.